So, jetzt müssen eine Retro-Strecke kommen. No. Okay, dann interessiert mich das komplett. Ja, Vulkan? Okay, ah, nee, aber die letzte ist bestimmt Rainbow Road. So rum war es dann. Wäre zumindest sehr komisch, wenn nicht. Verzählst du auf einmal? Ja. Ja, ich bin rechts. Okay, das interessiert wahrscheinlich nicht, dass ich die Bananen habe. Nee, ich glaube nicht. Schön, dass wir aber zur selben Stelle gesprungen sind. Offroad vor allem. Ja, natürlich. Gut, Offroad interessiert mich ja nicht, wenn ich groß bin. Ja. Deswegen wollte ich da ganz bestimmt hin. Ach, komm schon. Direkt zwei, damit du die auch nicht blocken kannst. Versuchst es auch gar nicht erst. Doch, doch, jetzt. Also. Nein! Die kamen ja so kurz hintereinander. Ja, natürlich! So, und den Set. Sonst hätte ich nämlich noch den Turbo mitnehmen können. Nein! Kann man die nicht auch hoch und runter babbeln, dass wir den überspringen? Boah! Ja, das ist fast schon wieder an meinen grünen Panzer. Wo ist mein dritter roter Panzer hin? Nö. Ach, fuck. Der erste hat mein Dings weggemacht, der zweite hat mich getroffen. Ich hatte danach noch einen. Ja, und der dritte hat mich getroffen. Nee, ich hatte danach noch einen. Nach den dreien hatte ich noch einen vierten. Okay, der ist verschollen. So, komm, jetzt muss ich muss dich nur kriegen. Ich muss dich nur kriegen. Ja, aber das bringt mir nichts, wenn ich ihn nicht reinfahre. Boah! War das knapp. Ja, aber ich glaube, das geht jetzt nicht mehr. Im Sprung, im Sprung. Auch immer den Offroad. Und schon wieder. Vor allen Dingen. Oh Mann. Ja, aber jetzt kannst du wenigstens Offroad ohne zu bremsen fahren. Ja, das bringt mir auch so viel. Ja, bei der Strecke nicht, das stimmt. Wobei ich ja immer noch kein Fan bin, dass die als Retro-Strecke in Mario Kart 8 vorkommt. Okay, können sie einiges draus machen, aber... Ja gut, das ist ja eigentlich, meine ich, gab es schon ein Video, wie die aussieht. Und wie ich weiß, ist eigentlich nur bei dem letzten Sprung, der hier links ist, ist Flug. Ansonsten ist sie absolut identisch. Okay. Deswegen finde ich, haben sie eigentlich nichts daraus gemacht. Okay, ich nehme hier wieder jedes Feuer mit. Ja. Genau, geh noch ein bisschen. Ah, da hat das Feuer mich aber nicht mehr erwischt. Ja. Nein, warum habe ich 43? Echt, nicht 42? Ja. Ich habe einen Punkt zu viel. Ja. Punkt Abzug. Oh, ich hasse die. So, weil ich immer Pech habe und immer im Sand stecken bleibe. Aha. Dann könnte das ja meine Strecke werden. Oh, es gibt doch nicht. Ha! Genau rechtzeitig. Ja, ich hätte noch gehofft, vielleicht. Zum Glück sind wir beide gleich schwer. Dann warst du zu weit vorne schon. Hier weiß ich auch nie, wie man das richtig nimmt. Ich auch nicht. Irgendwie so und du musst danach einfach weg. Wie haben das dann gemacht? Und aufpassen, dass ich nicht ausgerechnet getroffen werde. Komm, da kann ich jetzt da durch. Ja, konnte ich auch. Hm. Runter mit dir. Schon. Ja toll, ewig kommt nichts, wo ich hier mit abkürzen kann. Nee. Ah, warum habe ich den Sprung mitgenommen? Nein! Genau, fahr einfach woanders hin. Ach ja, das hat mir auch gefallen beim Mario Kart. Ach, wenn man drei rote oder drei grüne Panzer um sich drum hat oder auch drei Bananen, dann ist ja klar, dass wenn einer dagegen fährt, dass die dann weg damit. Dass sie dem dann schaden. Aber was ist, wenn einer drei Pilze um sich rum hat? Die werden nicht um sich herum. Doch, Pilze auch. Ja, okay, ich habe bis jetzt von den Pilzen nichts gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die den in der Hand halten. Doch, drei Pilze gehen auch um dich rum. Okay. Und deshalb frage ich mich, wenn ein Gegner dagegen fährt, kriegt der dann den Turbo? Oder trifft die das einfach nicht? Ich glaube eher fast schon, dass vielleicht derjenige ein Turbo verliert. Dadurch. Was soll ich mit dem? Ja, der ist ein bisschen... verdammt, jetzt bin ich hier... Wow! Okay, das war schlecht. Ich brauche Fernkampfwaffen.
Super Fernkampfwaffen. Ich habe die Kurve noch nie so genommen wie jetzt. Oh, oh, oh. Und du fährst weiter. Ja. So, ich muss aber langsam mal eine gute Strecke kommen. Mhm. Ich muss jetzt fast schon 5 Strecken machen, um mich aufzuholen. Ja, ja, passt schon. vor allen Dingen habe ich da verlernt, wie man diese Passage fährt, wo der Feuerball auf einen zukommt. Ja, das habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Wenn ich das denn richtig treffe. So. Habe ich nicht gerade was irgendwas bekommen gehabt? Nö, gar nichts. Schön, dass das Dreck kaputt gegangen ist in dem Moment. Du hast gar nichts bekommen. Boah, das ist knapp. Nein! Boah! Hä? Geklappt. Ich konnte schön mit dem Zug fahren. Das habe ich nicht hingekriegt. Ja, ich hatte einen Pilz. Da konnte ich durch die erste Passage einfach drüber fahren. Also. Komm, geht hoch, geht hoch. Ist an einem Womp-Omp kaputt gegangen. Oh, der rote Karte. Panzer. Bleibst du wohl groß? Der ist an der Lava kaputt gegangen. Schön, dass mir alles kaputt geht. Die Strecke ist auf meiner Seite. Ja. Was soll ich denn damit? Nein! Ja, komm schon. Nein! Ja und da. Nein! Ich wurde von dem Feuerball in der Luft getroffen. Schweinerei. Komm. Tucker, 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 tucker. So, geh mal in zu fahren. So, den hol ich mal. Ach, Quatsch. So. Ach, hat so das Schwein gehabt. Ich zieh das Teil nicht. Na schon, spring, spring, spring! Nicht gegen die Säule springen. Heiz. Du musst da wenigstens erstmal durch die grünen Panzer durch. Und schon, was? Ey, das ist doch ein schlechter Witz. Du hast aber echt Glück mit dem Scheißding. Ich will keine Wolke, ich will einen Kugelwilli oder einen blauen Panzer, aber doch keine Wolke! Oh. Okay, ich bin durch den Dreck durchgefahren. Das ist jetzt sehr merkwürdig. So viel zu und alles ist Wölkchen. Aber dafür hast du einen Schachenpanzer. Ja. Der hoffentlich jetzt nicht hier. Ach, da kommt er. Bäm! Ich nehme noch das Feuer mit. Verschießt den roten. Boah, ich habe 4 Turbos bekommen bei den Lava Fontänen. Ja, oh, scheiße. 20 Punkte, das sind bei 8. Sind echt, nee, das müssen mehr als 4 Rennen sein. 57 zu 97 stand da, ne? Stimmt, 40. Das sind genau 5 Rennen. Ja. Das 64. Oh, ich habe mich verkalkuliert. Boah, fast gegeneinander gefahren. Ah, innen vorbei. Komm wenigstens auch nach innen und gib mir. Nein! Ob ich auf deine. Ob ich über deine Bananen fahre. Warum nicht? Nee. Ach, den Fragezeichenblock hätte ich ruhig auf der Dings setzen können. Da wundere ich mich auch mal. Ich setze all die Sachen immer auf die Brücke und da fährt nie ein NPC drüber. Ja, die NPCs sind halt ultra. Warum hast du den Turbo nicht hier versucht?
doch zu riskant? Nee, ich wollte einfach schnell weiter, aber dann war ich zu weit und bin ins in den Matsch gefahren. Und ja, zu riskant. Ach, zieh hoch, du! Ja! Banane! Ja. Okay, ah, okay, okay. Ach ja, und bevor ich es wieder vergesse, und falls ihr das seht und es euch gefällt, dass wir auch mal öfters gegeneinander vielleicht spielen sollten, könnt ihr das ja in den Kommentar mal schreiben, weil ich meine, man kann auch, glaube ich, Super Mario 3D Land gegeneinander spielen. Super Smash Bros. Werden wir definitiv gegeneinander spielen. 3D Land gegeneinander? Ja, also, da gab es ja so ein. Ach ja, klar, 3D Land. Ich genau. Weiß bei 3D World. Ach so. Nee. Und ja, allgemein, dann werde ich mal gucken, dass ich dann mehr Spiele auspacke, wo wir dann gegeneinander spielen. Hast du eigentlich genug. Eben. Also könnt ihr ja mal schreiben. Nein, 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 nein. Genau. Ja. Da bin ich dann auch besser in Form als hier. Ja, ich glaube, hier ist wirklich ein Tick unfair. Ja. Dann hoffe ich einfach mal, dass... erst beim neuen Mario Kart die Strecken so liegen, dass ich Royal Raceway und Toad's Turnpike spielen kann. Ah, genau, Royal Raceway will ich haben. Okay, Royal Raceway kannst du haben, aber ich will Toad's Turnpike. Ja gut, die will ich nicht haben. Ja. Vielleicht kann man da sich irgendwie einsperren. Hm. Wir können ja eigentlich... Ja, überlegen, das Ganze abändert der... Erste darf sich quasi aussuchen, welche er fahren darf. Also darf bei jeder Strecke aussuchen, möchte ich die fahren oder nicht. Und muss halt am Ende auf die Hälfte kommen. Ja, das könnte man natürlich auch machen. Aber jetzt haben wir uns leider darauf geeinigt. Das können wir vielleicht beim Super Smash Bros.